Egal, ob du in einer Beziehung bist oder ob du gerade datest, vielleicht kennst du ja den Moment, in dem du merkst, deine Bedürfnisse haben nicht so den Raum, den du dir eigentlich vorstellst. Hallo, du wunderbarer Mensch. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich freue mich total, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Ich bin Paartherapeutin in München und ich teile hier Wissen aus der Paartherapie. Das heißt, wie lerne ich jemanden kennen oder wie werde ich selbstbewusster? Aber auch, wie meistere ich den einen oder anderen Konflikt? Und in diesem Video geht es darum, wie wir auf eine gesunde Art und Weise mit unseren Bedürfnissen umgehen können und auch sicherstellen können, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Denn tatsächlich erlebe ich ganz oft in der Paartherapie selbst, dass das ein Thema ist, dass das etwas ist, woran Paare sich auch ab und zu streiten können oder auch Singles ganz schön traurig rausgehen, weil sie merken, für meine Bedürfnisse ist gar nicht der Platz, den ich eigentlich brauche. Dazu eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Gestern Abend hat mir eine gute Freundin gesagt, sie hätte Bauchschmerzen. Und als sie es gesagt hat, dachte ich, okay, sie hat Schmerzen, also ist ihr Bedürfnis wahrscheinlich, dass sie jetzt eine Wärmflasche braucht oder dass sie einen warmen Tee möchte. Tatsächlich hat sich danach aber herausgestellt, wenn sie Bauchschmerzen hat, dann möchte sie einfach nur ihre Ruhe und ganz gemütlich auf der Couch sitzen. Sie hat was kommuniziert, nämlich sie hat Schmerzen, aber das Bedürfnis, was dahinter steckt, war in ihrem Fall einfach nur Ruhe und nicht vielleicht Wärme und Zuneigung wie das, was ich vielleicht gebraucht hätte. Und das ist so ein simples, kleines Beispiel, aber es zeigt, dass wir dann doch manchmal schnell in Konflikte geraten können, obwohl das vielleicht gar nicht das ist, was wir wollen, oder meistens eigentlich auch gar nicht das ist, was wir wollen. Und mit Üben meine ich, dass wir es auf alle Fälle bei kleinen Themen schon machen müssen, so was wie bei einer Wärmflasche und ich habe Bauchschmerzen, damit wir es dann in Momenten, wenn vielleicht was Größeres dasteht, auch können. Und wir üben das, indem wir können das auch einmal mal gemeinsam machen. Denk du an eine Situation zurück, in der du dich irgendwie unwohl gefühlt hast oder traurig warst oder wütend warst und versuch dir einmal vorzustellen, was da eigentlich passiert ist. Und dann überleg, was ist denn das eigentlich für dieses Gefühl? Versuch mal, dem erstmal einen Namen zu geben. Und auch wenn du darüber nachdenkst, auch in dieses Gefühl hineingehst, überlegen, ist das das Gefühl, was als allererstes da war oder war vielleicht noch was anderes davor da? Egal wie unangenehm es dir auch in der Retrospektive vorkommt, sei erstmal dankbar dafür, weil jedes Bedürfnis will ja etwas für dich. Ich erlebe ganz oft, dass wir negative Emotionen in Anführungsstrichen wie Wut oder Trauer überhaupt nicht gerne mögen. Aber gleichzeitig haben all diese Emotionen, so wie ein Kompass, einen guten Grund, warum sie in unserem Leben sind. Erst in dem Augenblick, wo ich dieses Gefühl wahrnehme, erst in dem Augenblick, wo ich dem Gefühl den Raum gebe, kann ich daraus auch was ziehen, was mir wirklich gut tut. So eine Art von Dankbarkeit ist natürlich ein ganz freundliches Zuwenden an ein Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl da hast, egal ob es vielleicht auch eine Angst ist, kannst du es auch für dich erstmal fragen, so was es dir eigentlich möchte, was es für dich möchte. Vielleicht möchte es dich vor etwas beschützen oder es möchte dir etwas ermöglichen. Weil mein Gedanke und meine Perspektive ist, wir Menschen sind Überlebenskünstler. Das heißt, alles, was unser Körper, unser Geist macht, tut er in erster Linie dafür, dass wir überleben. Das heißt, das ist was ganz Positives, wahrscheinlich was dahinter steckt, sowas wie, ich brauche gerade Ruhe, ich möchte einfach nur schlafen, in einem Beispiel, um wieder zur Kraft zu kommen. Und dann geht es natürlich im vierten Schritt darum, dieses Bedürfnis zu kommunizieren. Sei dir dabei bewusst, dass andere Menschen, mit denen bist du auf Augenhöhe, sind nicht deine Eltern und die haben keine Verpflichtung dir gegenüber, dass es dir gut geht. Wenn andere Menschen dir etwas Gutes tun, dann, weil sie möchten, dass es dir gut geht, aber es ist nicht ihre Aufgabe, so wie es nicht deine Aufgabe ist, andere Menschen glücklich zu machen, auch wenn du vielleicht ein Talent dafür hast oder du das gut kannst. Sehe es eher als Geschenk an, wenn andere Menschen dir helfen, deine Bedürfnisse zu erfüllen.
Und versuche dann natürlich so klar wie möglich zu sein und auch freundlich mit dir selbst. Es kann gut sein, dass du ein paar Anlaufschwierigkeiten brauchst, um deine Bedürfnisse auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass sie beim anderen ankommt. Aber sei da einfach spielerisch und erlaub dir, ich sag mal, Fehler. Denn dieses Beispiel vom Anfang hat bereits gezeigt, dass wir so schnell aus unserer eigenen Welt etwas beurteilen. Und es kann natürlich dann auch mal sein, dass das, was wir glauben, was die andere Person braucht, falsch ist. Beziehungsweise, dass die andere Person auch nicht sofort checkt, was du brauchst. Und da eine gewisse Form von Akzeptanz, dass nicht alles auf den ersten Blick funktioniert, kann uns total helfen, auf eine gesunde Art und Weise miteinander zu kommunizieren und eben nicht im Konflikt zu eskalieren. Wenn du noch weitere Fragen hast oder wenn du weitere Tipps brauchst zum Thema Bedürfnisse, dann lass es mich gerne wissen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich würde mich auch freuen an dieser Stelle, wenn du den Kanal abonnierst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.